Ja, hallo, willkommen bei Generalalarm mit Harald auf Kreuzfahrt. Und ich möchte heute mal über ein etwas unangenehmeres Thema sprechen, was einen auf einer Kreuzfahrt so erwischen kann. Das Thema nennt sich Zahnschmerzen. Ja, das ist etwas, was kein Mensch braucht und schon gar nicht auf einer Kreuzfahrt, insbesondere weil auf einem Kreuzfahrtschiff natürlich grundsätzlich mal kein Zahnarzt verfügbar ist. Das heißt also, wenn man hier an Bord Zahnschmerzen hat, kann man zwar ins Bordhospital gehen, aber so direkt helfen kann einem da einer natürlich erstmal nicht. Ja, mir ist das jetzt passiert. Glücklicherweise nicht ganz so schlimm, aber dennoch kann ich jetzt ein bisschen was dazu sagen, wie das dann an Bord vonstatten geht. Und wenn dich das auch interessiert, dann bleib dran. Nach dem Intro geht's los. Ja, was ist passiert? Ich habe beim Kauen gemerkt, dass es im Backenzahn hinten rechts irgendwo wehtut. Und da das normalerweise da nicht wehtut beim Kauen, war klar, irgendwas ist faul. Also von der Hinsicht her, musste ich da irgendwas dagegen tun. Jetzt waren wir gerade auf dem Schiff hier im Mittelmeer unterwegs, und zwar auf dem Weg in Richtung Suezkanal, um dann insgesamt 6 Seetage vor uns zu haben, nämlich die Fahrt durch den Suezkanal und danach halt 4 Tage durchs Rote Meer, bis wir dann im Oman sind. Der letzte Hafen vorher war Limassol in Zypern, den hätten wir dann am morgigen Tag erreicht. Von der Hinsicht her war das dann auch die letzte Chance, um vor dieser 6 Tage Seetage Reise noch irgendwie einen Zahnarzt zu sehen. Ich bin also dann ins Bordhospital gegangen, habe dort kurz geschildert, wo mein Problem ist. Bin daraufhin zum Bordarzt geschickt worden, der mir dann mal kurz in den Mund geguckt hat und ja, nicht wirklich etwas feststellen konnte. Damit habe ich aber jetzt auch nicht unbedingt gerechnet. Und damit war dann also klar, das Ganze muss vor Ort passieren bei einem Zahnarzt, und AIDA würde dann jetzt einen Zahnarzttermin für mich in Limassol ausmachen. Ich hatte vorher im Internet schon mal geguckt, ob es denn in Limassol eventuell einen deutschsprachigen Zahnarzt gibt. Das wäre dann ja doch ein bisschen leichter, denn auch wenn ich jetzt einigermaßen Englisch spreche, lässt sich sowas in der Muttersprache halt doch irgendwie einfach erklären. Bin da auch fündig geworden. Es gibt also in Limassol tatsächlich einen Zahnarzt, der also unter anderem in New York, aber eben auch in Freiburg studiert hat und von der Hinsicht her neben, ja, ich sag mal, Griechisch und Zypriotisch und Englisch eben auch Deutsch spricht. Von der Hinsicht her hatte ich an der Rezeption im Bad Hospital mal seinen Namen, seine Telefonnummer und die Internetadresse abgegeben und habe gefragt, ob es denn möglich wäre, eventuell zu diesem Zahnarzt gehen zu können. Das konnten die mir natürlich nicht sicher zusagen, weil das Ganze durch den Hafenagenten organisiert wird. Das heißt, der lokale Hafenagent in Limassol übernimmt diese Koordination, und sowohl der als auch AIDA haben natürlich gewisse Ärzte über Agenturen greifbar in den verschiedenen Häfen, die sie anlaufen, so dass es auch sein kann, dass das Ganze dann bei dem anderen Arzt stattfindet. Das muss ich jetzt einfach mal abwarten. Ja, da die Schmerzen nur beim Kauen aufgetreten sind und ansonsten ich nichts weiter gemerkt habe, ist das für mich jetzt auch nicht so dramatisch gewesen. Wenn das natürlich irgendwas ist, was so im Zahn ist und dann dauerhaft wehtut, vielleicht sogar was vereitert ist, dann ist das natürlich eine sehr unangenehme Situation, wenn einem da jetzt erstmal keiner weiterhelfen kann, außer dass man halt eventuell Schmerzmittel und unter Umständen auch stärkere im Hospital kriegt, die das Ganze halt so ein bisschen, ja, ich sag mal, in den Griff kriegen. Die lösen natürlich die Ursache nicht, und wenn die dann tatsächlich über 6 Seetage bestehen bleibt, kann ich mir schon vorstellen, dass das ziemlich unangenehm wird. Das ist mir zum Glück bislang ja erspart geblieben. Ja, also von der Hinsicht her war das jetzt also so, dass ich dann gebeten wurde, am nächsten Morgen, wenn wir in Limassol angelegt haben, um 9.30 Uhr im Hospital mal vorbeizugucken. Bis dahin würde man wahrscheinlich wissen, wie das weitergeht. Ja, und genauso habe ich das dann auch gemacht, bin also dann am nächsten Morgen um 9.30 Uhr ins Hospital gegangen. Da hatte man mir dann mitgeteilt, dass es also inzwischen einen Zahnarzttermin gibt, und zwar um 10.30 Uhr bei dem Zahnarzt, den ich herausgesucht hatte. Das war also schon mal schön, damit wusste ich zumindest, ich kann das auf Deutsch mit dem Zahnarzt klären, und dass ich um 10 Uhr an der Gangway abgeholt werden würde. Ich bin dann also um 10 Uhr an die Gangway gegangen, und dort stand dann auch schon eine Dame von der Hafenagentur, die mich mehr oder weniger sofort erkannt hat. Warum auch immer, jedenfalls, ich kam die Gangway runter, sie sagte gleich Harald, ich sagte yes, und dann hat sie mich mit ihrem Auto zum Terminal gefahren. Dort hat ein Taxi auf mich gewartet, da hat sie mich dann praktisch an den Taxifahrer übergeben, der mich dann direkt zum Zahnarzt gefahren hat. Ich habe dann sowohl von der Hafenagentin als auch von dem Taxifahrer eine Visitenkarte bekommen. Von der Hafenagentin, falls es irgendwelche Probleme gibt, damit sie dann da unterstützen kann. Und von dem Taxifahrer, damit ich ihn anrufen kann, wenn
wenn es wieder zurück zum Schiff geht. Ich bin dann zu dem Zahnarzt rein, der wusste logischerweise auch schon Bescheid. Wie ich jetzt erfahren habe, ist der auch schon am gestrigen Tag angerufen worden, ob das funktioniert. Und da muss man dazu sagen, der gestrige Tag war ein Sonntag. Das heißt also, von deren Sicht hat die Hafenagentur sich sonntags darum gekümmert, hat sonntags diesen Zahnarzt kontaktiert und der hat dann diesen Termin 10.30 Uhr für mich dann eben freigehalten. Ich konnte dann auch gleich durchgehen, konnte ihm mein Problem schildern. Ja, und er konnte es lösen. Zumindest bin ich jetzt aktuell schmerzfrei. Wir haben zwar noch 5 Sehtage vor uns, aber ich bin da mal guter Hoffnung, dass das, was er gemacht hat, das Problem gelöst hat. Ja, hinterher wollte er dann 60 Euro von mir. Die konnte ich sofort mit Kreditkarte zahlen. Da stelle ich mir mal meinen Zahnarzt zu Hause vor, wenn ich da mit einer Kreditkarte kommen würde. Der würde mich herzhaft auslachen. Das ist hier überhaupt kein Thema gewesen. Ich habe dann noch eine vernünftige Quittung bekommen. Dadurch, dass er in Deutschland studiert hat, hat er gesagt, er drückt da auch mal 2 Stempel drauf. Er weiß ja, dass das für die Versicherung wichtig ist und schreibt was von Emergency dazu, was es ja nun auch gewesen ist. Sagt er, ist aber für die Abrechnung dann natürlich einfacher. Ja, die Zahnarztpraxis hat mir dann noch das Taxi gerufen. Das kam dann so 10 Minuten später und ja, so 20 Minuten später war ich dann wieder zurück auf dem Schiff. Der Taxifahrer wollte für die beiden Fahrten zusammen 50 Euro haben, hat mir dann 2 Quittungen über je 25 Euro gegeben mit dem Text einmal AIDA Prima to Dentist und einmal Dentist to AIDA Prima, sodass auch das bei der Versicherung dann eigentlich problemlos abgerechnet werden kann. Ja, ich bin dann nochmal ins Bordhospital gegangen, habe den Zettel zurückgegeben, den ich für den Zahnarzt bekommen habe. Auf dem stand also drauf, was ich für Beschwerden hatte. Und der Zahnarzt hat drauf geschrieben, was er gemacht hat. Das wurde hier dann eingescannt, in die Akte genommen. Und ja, damit war das Ganze beendet. Wenn man davon absieht, dass ich im Bordhospital noch eine Rechnung über 147 Euro bekommen habe. Die setzt sich zusammen aus 90 Euro für die Konsultation des Arztes. Das ist so günstig, ich sage das bewusst so, weil das eine einfache Geschichte war, die also keine besondere Aufmerksamkeit erfordert hat. Das kann also in der Tat auch teurer werden. Also da darf man sich nicht wundern, wenn man also hier an Bord zum Arzt geht. Also unter 100 Euro geht da im Regelfall gar nichts. Und das ist schon einfach, er guckt einmal scharf ins Gesicht. Das kann dann aber auch relativ schnell relativ teuer werden. Dazu kamen dann 57 Euro, das ist das, was AIDA für die Organisation des Landarztbesuches, also des Zahnarztes in meinem Fall, berechnet, so dass ich also in Summe dann halt die 147 Euro für AIDA hatte, die 50 fürs Taxi und die 60 für den Zahnarzt, also in Summe 257 Euro, die ich jetzt über meine Krankenversicherung abrechnen werde. Ja, und da haben wir auch nochmal das Stichwort Krankenversicherung. Das kann ich natürlich jedem nur ans Herz legen. Die gesetzliche Krankenversicherung wird, wenn überhaupt, nur einen ganz kleinen Anteil davon übernehmen. Private Krankenversicherung, da hängt es davon ab, welchen Versicherungsumfang man versichert hat. Das kann gehen von kompletter Kostenübernahme bis zu, wir zahlen im Prinzip gar nichts. Wer in jedem Fall zahlt, ist die Auslandsreisekrankenversicherung. Die kostet, ich sag mal, irgendwo so zwischen 10 und 15 Euro für ein ganzes Jahr und deckt diese Kosten dann im Regelfall ab. Wichtig in dem Zusammenhang ist zu wissen, wenn man so eine Auslandsreisekrankenversicherung über eine Kreditkarte hat, da ist das oftmals inkludiert, die hat oftmals Einschränkungen, da ist dann eben im Zweifelsfall nicht alles dabei. Entweder hat man eine Selbstbeteiligung oder es werden gewisse Kosten gar nicht übernommen. Manchmal sind gewisse Vorerkrankungen ausgeschlossen. Also von deren Sicht her, da muss man sehr vorsichtig sein. Ideal ist es wahrscheinlich, diese 10, 15 Euro zu investieren und eine vernünftige Auslandsreisekrankenversicherung beim seriösen Anbieter zusätzlich abzuschließen. Die sollte dann also auch den Rücktransport beinhalten. Und zwar nicht nur den medizinisch notwendigen, sondern den medizinisch sinnvollen. Das ist wesentlich weiter gefasst. Medizinisch notwendig heißt nämlich, der Rücktransport wird nur bezahlt, wenn die Behandlung im Ausland nicht möglich ist. Medizinisch sinnvoll heißt, der Rücktransport wird auch bezahlt, wenn es, ja, ich sag mal, angenehm oder intelligent wäre, zu Hause behandelt zu werden, auch wenn es nicht zwingend notwendig ist. Und so gibt es verschiedene Dinge, auf die man da achten soll. Also da empfehle ich mal im Internet zu schauen, was die einzelnen Versicherungen so bieten und sich die auszusuchen, die den größten Leistungsumfang hat. Wie gesagt, der Kostenumfang, der liegt also irgendwo so zwischen 10, 15, maximal 20 Euro pro Person im Jahr, ist also überhaupt in keinem Verhältnis zu den Kosten, die entstehen, wenn man hier auf einer Kreuzfahrt irgendwas hat. Und man sieht es ja, also der Zahn tut ein bisschen weh, dann sind 250 Euro weg. Wenn man sich da erstmal vorstellt, man hat also tatsächlich irgendeine schwerere Geschichte, sei das irgendwie ein Herzinfarkt, Schlaganfall, weiß der Geier was, muss gegebenenfalls von Bord mit dem Hubschrauber abgeholt werden in eine lokale Klinik und dann mit dem Rettungsflieger nach Hause, nach Deutschland. Das sind 5-stellige Beträge, ja, ganz, ganz schnell erreicht.
Da ist es also definitiv sicherlich nicht sinnvoll, an 8 oder 10 Euro für eine Versicherung zu sparen. Ja, das mal so kurz zum Thema. Wie läuft das hier also an Bord ab, wenn man ein Zahnproblem hat? Das wird natürlich ähnlich sein, wenn man dann irgendwie mal irgendwas mit dem Auge hat oder sowas. Also alles, was hier an Bord fachärztlich nicht gemacht werden kann, das wird dann eben landseitig gemacht. Aber wie gesagt, AIDA organisiert das und da muss ich sagen, das war natürlich top organisiert. Das heißt also, über die Hafenagentur wurde der Transfer organisiert, das Taxi stand bereit, der Zahnarzt wurde sonntags kontaktiert, ich hatte einen sofortigen Termin bekommen, mein Wunschzahnarzt wurde sogar ausgewählt. Also von der Hinsicht her, das hat wirklich perfekt geklappt und da muss ich sagen, da konnte ich mich jetzt in keinster Weise beschweren, sondern habe ich mich definitiv richtig wohl gefühlt und auch gut behandelt und aufgehoben. Dass man das im Bordhospital nicht lösen kann, ist auch klar. Man kann nicht Ärzte aller Fachrichtungen an Bord haben. Man muss sich logischerweise auf das beschränken, was im Wesentlichen passiert. Wenn es denn mal was anderes ist, ist das aber landseitig hervorragend organisiert, sodass man also da mit einem guten Gefühl unterwegs sein kann. Ja, das soweit mal zu meinen Erfahrungen mit einem Zahnarztbesuch im Rahmen einer Kreuzfahrt. Ich hoffe, den einen oder anderen hat es interessiert. Wenn euch solche Informationen und Videos interessieren, dann empfehle ich mal, abonniert gern diesen Kanal. Da gibt's gerne weitere Dinge. Oder schaut auch mal auf meiner Website unter www.generalalarm.de vorbei. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Harald.